Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Manchmal kann man, wenn man bei uns in Lustina so auf der drüberen Straße Richtung Schweiz fährt, das sind manchmal so große Werbeplakate. Und ein Werbeplakat ist zum Beispiel eines, aber kann man öfters lesen, auch so richtig coole, fürs Rote Kreuz und für die Feuerwehr. Starke Männer braucht das Land. Ah, das darf man ja nicht mehr sagen. Also starke Menschen braucht das Land. Und dann habe ich mir so gedacht, ja genau, gell, das ist es echt so. Das ist vielleicht so der kleine Unterschied zwischen Feuerwehr und Rotem Kreuz und uns als Kirche. Ich meine nicht uns unbedingt hier, die wir hier sind, eigentlich gar nicht so, sondern einfach so, das ist so dieser Unterschied. Es liegt ja nicht bloß an diesem Patcher. Patcher, das ist der, wo dann der Alarm ausgelöst wird und die Leute rasen ins Feuerwehrhaus oder zur Rettung und sind dafür den Einsatz mit ganzem Herzen. Und da habe ich jetzt schon das alles entscheidende Wort gesagt, nämlich rasen. Nein, nicht rasen, sondern mit ganzem Herzen. Und das ist vielleicht so dieser Unterschied. Das macht auch vielleicht so diese, denke ich mir manchmal so, ja, warum sind die, das muss ich echt sagen, ich mache mir da echt Gedanken drüber. Habe schon in vielen theologischen Büchern nachgelesen, ob ich da eine Antwort finde, aber leider nein, habe ich nicht gefunden. Warum haben die so eine starke Gemeinschaft? Kann es daran liegen, dass sie es so mit ganzem Herzen machen? Mit ganzer Überzeugung? Es liegt nicht an dem Patcher, gell, wo der Alarm ausgelöst wird. Das hätte ich auch gern. Könnt ihr immer Alarm auslösen? So 20.30 Uhr, 5.45 Uhr. Miek, 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 miek. Beter gesucht, Beterinnen noch gesucht sozusagen. Gell. Miek, miek. An dem liegt es nicht. Sondern ich glaube, es liegt daran, dass wir in der Kirche irgendwie so nicht, und vielleicht müsste man das auch in so Stellenanzeigen eintragen, gesucht, Anforderungsprofil und dann nur ein Anforderungsprofil, Master. Master. Nein, auch wieder nicht, gell? Sondern mit ganzem Herzen geben. Das wäre schon alles. Mit ganzem Herzen etwas zu geben. Sich selber, und so heißt es, glaube ich, ich gebe mich dir hin mit ganzem Herzen, ohne jeden Vorbehalt, ohne alles möchte ich dir mein Leben geben. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für uns. Und ich muss dir so sagen, wenn ich diese, oder manchmal sieht man das auch bei den Rettungsautos hinten drauf, so, komm zu uns. Ja, so mit ganzem Herzen den Dienst tun, mit ganzem Herzen aber auch zu glauben. Und jetzt kommt ein neues Wort dazu. Die Verantwortung übernehmen. Ja, wirklich. Verantwortung dann auch zu übernehmen, voll dahinter zu stehen. Und das ist so etwas, wo uns auch wieder fehlt. Das sind so zwei wichtige Punkte, gell? Von ganzem Herzen Verantwortung übernehmen. Das sind wieder zwei so Punkte, die fehlen uns. Natürlich nicht uns hier, aber einfach, die fehlen uns so. Und weil sie uns fehlen, sind wir heute Morgen hier nur zu acht in der Kirche. Aber ist eh schon wahnsinnig eigentlich. Und deswegen mit ganzem Herzen und Verantwortung übernehmen. Ich möchte dafür, ja, das möchte ich. Ich möchte meinen Glauben mit ganzem Herzen leben. Finde ich was total Wichtiges. Finde ich was total, 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 total Wichtiges. Für mich ist es ein großes Vorbild, wenn ich das immer so sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich sie höre oder sehe, fahren, dann kriegen sie immer einen Segen von mir.
Und ich habe euch schon einmal dieses Beispiel gesagt. So schräg gegenüber von mir war früher einmal ein Arzt. Und das hat mich echt auch beeindruckt. Der Arzt ist oft weggefahren noch am Abend mit seinem Täschle, also mit dem Arzttasche, und hat noch Kranke besucht. Das hat mich echt berührt. Das war für mich ein Vorbild auch, ja? Wirklich. Das war für mich echt ein Vorbild. Und so wollen wir Jesus jetzt bitten, dass er uns alle stärkt, genau in diesen beiden Punkten, mit ganzem Herzen und für etwas auch Verantwortung übernehmen. Ganz. Panem de cœlo praestitis diis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribo eque sumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugis essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.